bin noch in diesem Schrank. Oh Mann. Ich trau mich auch gar nicht mehr raus. Verkabelung ändern. Oh. Also, Kamera weg. Türzugriff aktiviert. Das ist die Tür, wo wir jetzt gerade sind. Damit geht die jetzt. Terminal. Okay, ist komplett leer. Drücken Sie die passenden Tasten bewegen, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Was? Welche Tasten soll ich denn drücken? Ach so, nach oben. Oh Gott. Richten Sie die Ventile mit nach links, nach rechts aus, bestätigen Sie mit Eingabe. Auf. Worauf denn? Aber worauf soll ich die stellen? Bewegen Sie markierte Ventile mit Tasten bewegen, bestätigen Sie Eingabe. Samuels, Sie leben! Ripley hier! Ripley, Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir haben es geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm? Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln. Und Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Valet nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel.
wieder rein. Schneller, schneller. Ist hier direkt einer. Verdammt. Schneller wieder rein. Schneller wieder rein. Oh. So viel hier drin ist das Ding irgendwie gestört. Da müssen wir in die Richtung geradeaus. TNA-Unterbrechung aktiviert. Bereithalten. Vorne steht einer. Der bewegt sich nicht. Komplett sauber, auf geht's. Dies ist die Kommunikationszentrale. Zutritt nur für Sixen-Personal. Scheiße. Geh rein, geh rein. Boah. Ob das Alien denn jetzt nicht mir helfen? Gemein, dass der nicht in den Tunnel anzeigt, ob man richtig ist oder nicht. Jetzt zu den Schienen, ne? Ja. Und schnell weg. Oh, wenn man Zeit äußert. Ladungspack.
Speichern. Du willst da nicht lang. Nicht, dass der jetzt hier gleich den Weg unten lang geht, ey. Ja, dann gehen wir da durch. Ich habe mal einen Anruf gewartet und... Apollo, bitte warten. Der Anruf wird umgeleitet. Hallo, mein... Mein Chibi-Android verhält sich seltsam. Er hört auf keine meiner Anweisungen. Apollo, bitte warten. Der Anruf wird umgeleitet. Ich brauche Hilfe. Ich bin in meiner Wohnung gefangen. Draußen steht ein Android und... Apollo, bitte warten. Der Anruf wird umgeleitet. Schön. Verbinden Sie mich mit dem Büro des Marschalls. Es ist ein Notfall. Hier raubt jemand meinen Laden aus. Ich... Apollo, bitte warten. Okay, er ist weg, es hat ihn getötet. Ich glaube, es ist noch immer hier. Apollo, bitte warten. Schönes System. Fehler, okay. Sonst nichts drin. Weiter, geh du mal weiter. Aber
nicht gerade in diesem Raum drin? Hallo? Oh, fuck. Ich muss mit jemandem aus dem Büro des Marshalls sprechen. Sag jetzt mir nicht noch, hier ist das Alien auch noch. Zeit über Sevastopol geleitet worden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Hier spricht Captain Dallas mit einem ersten Bericht von der Rückreise unseres Tedus-Trips. Wenn wir zurück sind, würde ich um ein Gespräch mit einem Transportkoordinator bitten. Mein regulärer wissenschaftlicher Offizier wurde ersetzt. Ohne weitere Erklärung. Ich bin mir sicher, dass der Mann weiß, was er tut, aber 2 Tage Vorwarnung für sowas ist einfach verrückt. Ich hätte gerne eine Erklärung. Wir werden für unsere Fracht bereit sein, sobald wir Bescheid kriegen. Dallas, Captain der Nostromo, Ende. Vor den Androiden weg und du hast noch das Alien da irgendwo rumlaufen. Nichts außer dem Alien. Oh Gott. Ah. Könnten zum Notfall. Ja. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Was ist denn mit denen? Nehmen Sie den Transit zum Smeed-Turm. Woran sehe ich das, was das ist? Towerlink-Transit. Zum Maschinenraum. Ich denn nochmal, wo ich hin muss. Zum Smeed-Turm, okay. Die Typen waren ja gerade geil, haben gar nichts gemacht. Gucken nur so. Bauen.
ein Medikit bauen? Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetics. Ripley, da ist er doch. Taylor ist hier drüben. Ja, ich hab Medikits dabei. Ripley? Ist das Ripley? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Das speichern. Was habe ich gesucht? Okay. Das war so eine richtige Erleichterung, ey, wenn man das bis dahin überlebt hat. Okay, ich werde jetzt einen kleinen Break nochmal machen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.